So, oh, sieht das schön aus. Eine große Vogel. Müssten sie nicht eigentlich auch Papageien geben? Eigentlich schon. Gibt es nicht eigentlich mehr Papageien als Adler? Ach nee, das sind Geier, oder? Es sieht zumindest aus wie ein Geier. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow of Tomb Raider. Wir sind im Dorf. Ich glaube, irgendwas mit P ist es gewesen. Es ist die verborgene Stadt. Ah! Haben wir das alles? Es ist ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal Tomb Raider gespielt habe. Mal. Gefällt mir ja gar nicht, dass wir jetzt so viele Dokumente noch haben. Und dieses Trompetengehör hört sich auch nicht gerade sehr, sehr toll an. Wo bin ich denn hier? Überall und nirgendwo. Ach, da kommen wir wahrscheinlich dann raus, oder? Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Also, wie sie es gehandhabt haben. Aber wie kann man denn sich wegen Kaufleuten, also wie kann denn, also wie funktioniert denn das, dass man, also dass ein Krieg wegen Streitigkeiten zwischen Kaufleuten entsteht? Lass mich hier rein. Lass mich bitte hier rein. Aber wahrscheinlich kommen wir hier wieder raus. Nein. Ich habe versucht, uns zu retten. Der Wille war da. Aber nicht die gute Lehrer. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal. Alles nicht linke Maustaste? Ah, ich glaube nur bei den Fähnchen. Sind wir schon hier? Ja, stimmt. Ich glaube, hier waren wir auch. Aber kommen auch nicht hier hindurch. Okay, dann machen wir die Quest mit dem Kind. Nein, dem wurde ja der Würfel gestohlen. Das geht gar nicht. Finde ich absolut nicht korrekt, dass das arme Kind so gemobbt wird. Von einem Toten, wo wir könnten erst einmal noch die Dokumente einsammeln. Das können wir machen. Und genau, mit der Frau haben wir schon geredet. So, ach, da oben war das. Genau, mit denen haben wir auch schon geredet. Ist halt immer doof, dass es trotzdem noch angezeigt wird. Das irritiert mich dann mehr, weil ich denke, okay, wir haben mit den Leuten doch nicht geredet. Ich finde es trotzdem cool, dass diese Bemalungen, oh hallo, Wildschweine, nicht durch das Wasser abgehen. Oh, ach so, ist ein Kind. Ich dachte, hä, war auch was mit Lehrer für Probleme. Paimo. Gehen wir erstmal hier hin. Und dann können wir hier die Runde rumgehen. Das wäre doch was, oder? Das klingt doch nach einem Plan. Ja, können wir auch noch reden. Aber was ist das denn hier? Auch schön.
Tanguatalalajoxach ischululkolel? Nukuch ahbatelob, tupatajopkasi lehubaltelobo. Letakan kuchilobo, kutsaikob no noch nahalob. Wakakustal. Wovon redest du da? Humpelkilich kunesahil tu belil. Humpeluchikulil. Ulekesale ischim tu cheilo. Humpelbalunach ubetik. Tulakal ahbatelil. Maotial mas hesecho. Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Heltuno, kashantu behil, lebatel tambalilo. Tiela willigua, hela kashantu. Kann doch alle Sprachen, ne? Jetela gujik ba, noch balecho. Ich kann doch auch Russisch? Es kann ich hier Spanisch? Tomb Raider, war das Japanisch, nehme ich mal an. Ich kann einfach alles, die Frau, ne? Diesen wandelndes Wörterbuch. Oh. Hier sind wir. Willkommen. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, liebe Leute? Achso. Da liegt eins, ne? Ja. Unmöglich. Ich Was? Kann nicht mehr tragen. Oh, ja, war. Super. Nehmen wir das mit und dann hoffentlich dann. Ah, ist auch voll. Wie kann ich denn. Naja. Eigentlich sind wir so dünn, ne? Wenn wir ein paar Gramm mehr hätten. Oh Gott. Hier alles außen vorbei. Und natürlich funktioniert doch hier unten drunter das Licht. Ja. Oh mein Gott, Lara. Wie lange kann die bitte schon die Luft anhalten? Das ist so krass. Oh. Halleluja! 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 So. Warte mal, wo hatten wir es hier? Das Dokument? Da unten. Wir müssen hier so viel fliegen, das macht mich doch schon ein bisschen kirre. Wo muss ich denn jetzt? Kann ich mich abseilen? Denk mal. Was? Nein! Ich wollte schwingen. Ich wollte wirklich schwingen. Aber Lara wollte nicht. So, sind wir nicht hier. Ach, ist das schön. Das! Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich gerade irgendwelche Probleme, meine Finger zu bewegen. Oder habe wahrscheinlich gerade irgendwo einen Stau in meinem Gehirn. So, das wollte ich. So. Warte. Nein! Wir mussten doch... Hä? Warte mal. Ich habe das doch gerade eben hinbekommen. Das kann ja nicht so schwer sein. Ah, S muss ich drücken. So, warte mal. So, warte. Warte. Und hup. Ossarium. Was ist denn ein Ossarium? Aber nicht. Das ist noch weiter unten. Okay. Ach, hier haben wir ein schönes Wandgemälde. Was sagt uns das?
Wie die Mondgöttinnen in vielen anderen Kulturen war auch die Maya-Göttin Ixchel eine Muttergottheit, die über Schwangerschaften und Geburten wachte. Okay. Zu den Naturphänomenen, die ihr zugeordnet wurden, zählten unter anderem Wasserfälle, Regengüsse und Regenbögen. Sie war außerdem die Göttin jeglicher Handwerkskünste, wie der Wasserfarbenmalerei und der Webkunst, die sie erfand. Sie war allerdings nicht nur fürsorglich. Ihr Haar bestand aus lebenden Schlangen. Sie trug einen Rock aus Knochen und hatte ein legendäres Temperament. Okay. Ja, dann, nee, danke. Nee. Sorry, aber irgendwo hört es dann auch auf. Kann man so nett sein und dann Schlangen, also, boah. Obsidianklingen sind nie stumpf. Da bricht ja einer ab. Hä? Boah, Alter, wie dumm ist sie denn? Die hat zurückgeguckt und hat sich dadurch. Ach Gott. Ach, Nera. Ach Gott, was mache ich nur mit ihr? Was mache ich nun mit ihr? Sag mir das. Es muss einen Ausgang geben. Wo komme ich denn hier? Warte, ich muss wieder fliegen, ne? Kukulkan sagt, sie fürchten uns nicht, wenn wir keine fähigen Krieger sind. Und um fähig zu werden, müssen wir die Prüfung bestehen, die ihr Volk erdacht hat. Mhm. Diese Paitizianer wissen nichts über den Krieg. Ihre Klingen und Speerspitzen sind stumpf geworden. Ich werde ihre Rituale abschließen und ihnen die wahre Macht der Anhänger von Kukulkan zeigen. Okay, dann macht es mal Krieger von Kukulkan. Da, Grab. Monolith freigeschaltet. Ja, schön. Das gefällt mir doch. Was mir nicht gefällt, ist, dass meine Nase wieder juckt. Es ist nicht wieder Pollenzeit. Das müsste funktionieren. Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Hallo. Ah, sieht das toll aus. Ist das schön. Ein Träumchen. Kommt all die, die ihr euch für tapfer und mutig haltet. Findet heraus, ob ihr die Prüfungen überleben könnt, die euch erwarten. Gelingt es euch, habt ihr euch den Status als Krieger verdient. Pfad der Schlacht. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Ja, wir stehen davor. Lass mich durch! Sieht ihr das noch? Alter Falter! Was zum Geier! Junge, da hatten welche Spaß. Ich muss irgendwie darauf klettern. Oder es absenken. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Eieiei. Wir müssen irgendwie nach oben. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Ach, das hat gar nichts bewirkt. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Okay. Ah, lauf doch mal schneller! Was ist? Ja, sie ist manchmal wirklich dumm, ne? Anders kann man es wirklich nicht sagen. Die rennt nicht, wenn sie rennen soll. So. Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen.
sind wir hier. War das jetzt gut? Man muss die Maschine anhalten können. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die Totemarme sind jetzt verschränkt. Oh Gott, nein. Man müsste das Totem absenken können. Was muss ich denn jetzt machen? Okay. Ja, jetzt die andere Seite. Ich muss auf den äußeren Weg. Okay. Das ist ja okay. Das kriegen wir hin. Na, man muss ja nur wissen. Ah! Okay. Ich wollte einfach ganz schnell versuchen. Aber ganz schnell war nicht schnell. Oh. Ich hab Leertaste gedrückt. Lol. Ich glaube, ich bin noch nie so oft gestorben in dem Tomb Raider-Spiel. Mein Gott, lauf doch mal schneller. Oh, ich krieg hier die Krise, ne? Boah, Junge, das wird so lustig werden, ne? Au. Lauf doch mal! Nee, fuck. Okay. Ja, genau, komm. Schlag nochmal nach, kein Problem. Es hat sie verdient. Oh fuck. Ah! Oh. Oh, langsam wird es ein bisschen nervig, ne? Aber nur ein kleines bisschen. Lauf doch mal schneller. Dann bewegst du sogar noch. Ach Gott, okay. So. Bitte. Ah! Warte. Schaffen wir es. Schaffen wir es. Oh, bitte lass mich schaffen. Bitte. Oh Gott. Oh Gott, mein Herz. Daran kann ich bestimmt draufklettern. Aber wie dumm. Oh. Schon echt krass, ne? Was sie so bauen konnten. Nur um hier die Spreuze vom Weih zu trennen.
Köcher der Wespe verschießen sie bis 3 Pfeile, ohne Pfeile aus dem Köcher ziehen zu können. Ja, super. Ich brauche einen sicheren Weg nach unten. Habe ich gefunden? Part der Schlacht. Toll. Das war ein echt heavy Grab, ne? Also das war echt schon nicht ganz so ohne, ne? Ja, also das Problem bei Tomb Raider ist ja, man muss erstmal verstehen, was sie von einem wollen, ne? Also wie das Rätsel aufgebaut ist und wie die Lösung sein kann. Aber wie gesagt, so oft bin ich, glaube ich, auch nie an einer Stelle gestorben. Ich meine, die erste Folge von Tomb Raider, da habe ich mich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Bei der einen Stelle. Mit dem Abseilen. Aber das war schon, ja, das war lustig. Schöne Tropfsteinhöhle. Noch gucken, nicht, dass wir noch irgendwas hier vergessen haben. Natürlich muss ich wieder rutschen. Oh. Haben wir es. Ich habe es zu spät gesehen. Muss ich gestehen. Herausforderungskrabs haben wir abgeschlossen. Ne? Ja. Das war absolut toll. Ich weiß gar nicht, wie viel. Graben es hier gibt. Das ist schon echt cool, ne? Mit diesem Schädel. Ja, die Frage. Ob das alles mal eingestürzt ist und deswegen ist ja alles unter Wasser. Und ob es noch einen anderen Hintergrund hat. Okay, können wir eigentlich wieder komplett zurückgehen, ne? Voll. Das eigentlich mit diesen nochmal mit den Beinen von der Wand abstoßen. Bleibt in der Stadt. Wer sie verlässt, ist dazu verflucht, ewig durch den Dschungel zu wandern und niemals Frieden zu finden. Oh, wie nett. Wie cool. Oh nein! Über Tode spricht man nicht. Schön. Ach, der gute alte Wandmaler. Ne? Wenn wir den nicht hätten, ne? Wenn wir den nicht hätten, dann hätten wir jemand anderen. Ach, da hoch muss ich. Ich hab jetzt nach rechts gedrückt. Ja. Drei von vier. Naja, immerhin. So, machen wir den ganzen Weg nochmal, weil es so schön gewesen ist. Oh, bin ich doof? Ja. Ja, stimmt, ich muss ja hier hoch.
Und nochmal E. Und dann über die Bäume. Dann hier hoch. Na komm. So. Was haben wir? Ah! Kommen wir dann dort? Ja, das sehe ich. Scheiße! Ich hab's gesehen. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten. Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Ach, solange sie tödlich sind. Also, egal welche Waffe man dann hat. Das könnte interessant werden. Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Welcher Kult? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Oh Gott, nein, muss man jetzt hier reingelaufen. Oh, alles voll. Schön. Ja. Da ist was auf der anderen Seite. Ja. Okay. Oh. Wie, ich kann es übersetzen, dann heule ich euch allen wieder die Ohren voll. Möge Ollanta Erde und Metalle der jenseitigen Welt für ihre Kunst finden. Ollanta die Töpferin. Handwerklich sehr begabt. Dann da hier noch. Oh. Oh, was? Ja. Die ganzen Schiele. So krass. So wie zum Thema. Ah, wir machen. Scheiße. Das wird nicht einfach. Tja. So viel zum Thema. Wir machen die Aufgabe mit dem Würfeljungen. Oh, eine Schatzkarte. Dort irgendwo. Ist auch wieder alles voll. Ich krieg die Krise. Dann machen wir das einfach mal so, liebe Lara. Noch ein Sprung. Ach komm, hief dich hoch. Mach das nicht so spannend. Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Naja, sechs Himmelsbeinschienen. Schön. Zeit zu verschwinden. Da. Iskayawai beendete den Krieg, indem er beide Seiten einte. Doch ihr Blut war weiterhin in Wallung. Um die Kämpfer zu beschwichtigen, musste jemand bestraft werden.
Yavai trieb die Kaufleute zusammen, die man für den Konflikt verantwortlich machte, und opferte sie. So. Ohne Spaß noch einmal. Oh, Scheiße. Weil man hätte einfach nur Glück, wenn man dann so zwischen die ganzen Spießen aufkommt. Oh Gott, die ist so... Ah, there we are. Guck mal, jetzt kannst du auf einmal ganz schnell da hoch. Ach, das ist doch... Ich glaube, das war... Oh, ups. War das ein Grab oder was, eine Krypta? Nee, hier nicht irgendwo. Nee, okay. Das war woanders, wo wir die Falle hatten. Sieht wie Gold aus. Gold ist auch alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Guck mal. Komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Na gut, dann gehe ich halt wieder zurück. Kein Problem. Kommen wir wahrscheinlich noch hin. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde den Weg jetzt ohne euch zurückgehen, weil das wird ja nicht allzu spannend werden. Und dann werden wir, glaube ich, hier werden wir, glaube ich, dann auftauchen. Und würde ich sagen, machen wir die Dokumente. Die sind auch ganz wichtig. Ach, guck mal, hier haben wir ein... Ach nee, das können wir noch gar nicht machen, glaube ich. Das können wir, glaube ich, noch gar nicht machen. Und werden uns die Dokumente hier noch zu Gemüte führen, damit wir natürlich alles... von der Geschichte rund um den Kult, um die Einwohner erfahren. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.